Initiative Energieeffizienznetzwerke. Wie Unternehmen gemeinsam mehr erreichen. Erfolgreiche Netzwerke der Initiative stellen sich vor. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind Energieeffizienznetzwerke auf dem Vormarsch. Ein Energieeffizienznetzwerk ist ein moderierter, unbürokratischer Erfahrungs- und Ideenaustausch von meist 8 bis 15 Unternehmen oder Standorten. Ziel ist es, gemeinsam die Energieeffizienz bei den Teilnehmern zu erhöhen. Über 90% der Unternehmen, die in einem Netzwerk sind, würden die Teilnahme anderen weiterempfehlen. Bis Ende 2020 sollen im Rahmen der Initiative von Bundesregierung und 22 Wirtschaftsverbänden insgesamt 500 neue Netzwerke in Deutschland entstehen. Dadurch sollen 75 Petajoule Energie und 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Bereits heute gibt es bundesweit über 200 Energieeffizienznetzwerke mit mehr als 1.800 Unternehmen. Ein erfolgreiches Beispiel ist das Netzwerk Energiekostenmanagement Dialog. 2015 haben sich am Mittleren Niederrhein 7 produzierende Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre Energieeffizienz durch die Weiterentwicklung ihrer bereits bestehenden Energiemanagementsysteme besonders effektiv zu steigern. Energieeffizienz wurde bei den Teilnehmern zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenssteuerung erklärt, der bei allen Managemententscheidungen mit einbezogen wurde. Daher nahmen am Netzwerk nicht nur die Energiemanager, sondern auch die Controller der Unternehmen teil. Ein erfolgreicher Dialog beider Unternehmenseinheiten und aller Experten untereinander. Rund 80 Millionen Kilowattstunden Energie und gut 35.000 Tonnen CO2-Einsparung innerhalb von 4 Jahren. Das schaffen die 7 Unternehmen aus 4 Branchen, indem sie sich austauschen und voneinander lernen. Durch die Senkung der Energiekosten wird eine Wertsteigerung der teilnehmenden Unternehmen von insgesamt 17,5 Millionen Euro innerhalb der 4-jährigen Laufzeit prognostiziert. Aus dem Austausch im Netzwerk entstanden wichtige Impulse, um die Kosten der energieintensiven Produktionsprozesse einzelner Teilnehmer und gleichzeitig deren Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Gemeinsam haben die Teilnehmer geeignete Maßnahmen, beispielsweise zur Optimierung von Druckluftsystemen und der effizienten Energieversorgung von Gebäuden, entwickelt. Und das im Netzwerk deutlich schneller und günstiger als im Alleingang. In Energieeffizienznetzwerken können Unternehmen gemeinsam mehr erreichen. Die Initiative Energieeffizienznetzwerke unterstützt sie dabei. Mehr Informationen und weitere Erfolgsgeschichten finden Sie unter effizienznetzwerke.org.